Ja, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem Zweitliga-Bundesligaspiel beim Hamburger Sportverein im Volksparkstadion vor hoffentlich und wahrscheinlich sehr vielen Zuschauern. 40.000 und mehr werden erwartet. Ein Spiel, auf das wir uns sehr freuen, auf das sich der Cheftrainer sehr freut, den ich auch begrüße hier mit Christian Preußer. Und dann gebe ich euch das Wort für die Fragen. Bernd Jolitz von der Rheinischen Post ist heute hier. Fangen wir erstmal mit dem unangenehmen Ätzenden des Tages an. Kriegen Sie nicht langsam einen Nervenkollaps, wenn Sie sehen, was für ein Pech passiert, wie jetzt mit Günter Appelkamp mit der Infektion? Ja, das können Sie sich vorstellen, dass wir darüber nicht erfreut sind, über die Nachricht. Aber in dem Fall gilt das auch, dass das Allerwichtigste ist, dass Günter gut geht. Er hat jetzt einen relativ milden Verlauf. Wir haben jetzt viel Kontakt gehabt, auch über das Telefon. Es geht ihm gut soweit, den Umständen entsprechend. Und klar, jetzt fällt er aus fürs Wochenende. Mit dem Fakt müssen wir umgehen. Mit dem Fakt müssen wir auch mit André Hoffmann umgehen. Von daher gehört das dann leider dazu. Und ich halte mich gar nicht so sehr damit auf, was wäre, wenn sie dabei wären, sondern da finden wir jetzt Lösungen. Die haben wir auch schon im Kopf. Und jetzt wollen wir Samstag, wie gerade schon angesprochen, vor einer tollen Kulisse ohne die beiden auch angehen. Vielleicht dann anschließend direkt André Hoffmann. Achso, Entschuldigung. Ja, die Stimme von Patrick Scherer. Bitte. Sorry, ich habe die Regel hier nicht eingehalten. Aber trotzdem, André Hoffmann, wie geht es dem denn? Ist der Verlauf da auch mild oder ist das etwas schwerer bei ihm? Ja, bei André war es so, dass es die ersten zwei Tage nicht so gut war. Aber das ist jetzt deutlich besser geworden. Ihm geht es jetzt auch soweit gut. Das ist von Tag zu Tag besser. Und da werden wir die 14 Tage abwarten müssen. Dann ist er, glaube ich, übernächste Woche, wenn ich jetzt richtig rechne, dabei. Wird jetzt aber fürs Wochenende ausfallen. Das ist das, mit dem ich mich jetzt beschäftige. Und von da aus geht es dann weiter. Sebastian Hochreiner für die Bild. Nochmal zu Günter. Können Sie ein bisschen schildern, wie der Ablauf war? Das ging jetzt aus den Äußerungen des DFB zumindest für mich jetzt nicht ganz so hervor. Ja, ganz genau kann ich es Ihnen auch nicht sagen, wenn ich ehrlich bin. Aber wir haben ja die, oder wenn Sie dort anreisen beim DFB, gibt es eine Eingangstestung, die war negativ. Und dann hat er halt im Verlaufe des Lehrgangs Symptome bekommen. Und dann hatten wir hier wenn man Symptome bekommt, dann reist man ab. Das war so die Meldung auch. Und dann haben wir hier vor Ort einen PCR-Test gemacht, der dann leider positiv war. Und das war so der Verlauf. Detaillierter kann ich es Ihnen gar nicht genau sagen. Nochmal. Dann kommen wir zu den Spielern, die einsatzbereit sind, hoffe ich, wenn gerade nichts passiert ist. Wer steht denn im Tor? Fragen wir mal so. Ja, auf die Frage war ich natürlich vorbereitet, ist ja klar. Das war jetzt auch Thema die letzten ein, zwei Wochen, auch bewusst Thema. Ich will dazu so viel sagen, dass die Entscheidung ist getroffen. Das haben wir ja auch gesagt, dass wir das jetzt nicht erst kurz vorm Spiel bekannt geben wollen, sondern dass wir das mit den Beteiligten frühzeitig besprechen. Das haben wir jetzt gemacht. Und ich bitte darum Verständnis, dass wir, wie bei allen anderen Personalien auch, dass wir das jetzt nicht öffentlich machen wollen, sondern es wird tatsächlich jemand im Tor stehen, das kann ich versichern. Und wer es dann sein wird, das werden Sie Samstag sehen. So wie bei den Feldspielern wollen wir das auch handhalten, dass wir nicht preisgeben wollen, wie wir es taktisch, aber auch personell machen wollen. Patrick Scherer hat genau aufgepasst und sticht nach. Ja, lernte ich. Da stelle ich tatsächlich nach, weil es ja doch ein bisschen unüblich ist bei Feldspielern. Es ist ja klar, dass man das vielleicht nicht vorher benennt. Beim Torhüter sagt man ja auch vor der Saison klar, wer die Nummer 1 ist. Ist das wirklich auch, um den Gegner ein bisschen zu verwirren oder aus welchem Grund machen Sie das? Nee, den Gegner wollen wir jetzt nicht verwirren, aber es macht schon einen Unterschied, wer dann im Tor steht, weil die auch, haben wir ja auch schon thematisiert die letzten 14 Tage, weil es auch unterschiedliche Torwarttypen sind. Und da finde ich es jetzt gar nicht so sehr unüblich, wenn ich ehrlich bin, dass wir das jetzt noch nicht preisgeben wollen, weil es ja dann vielleicht auch was mit unserem Spielaufbau macht, vielleicht auch mit der Art und Weise, wie wir spielen. Von daher, wichtig ist, dass wir es intern besprochen haben, dass wir das Thema auch ganz klar besprochen haben. Es war ja dann auch Thema die letzten 14 Tage und wir sind jetzt soweit klar und wollen Samstag mit allen Beteiligten, mit allen 11 Spielern, die von Anfang an spielen, gut machen. Ist das denn eine Entscheidung jetzt für die nächsten Spiele, für bis zum Winter? Ja. Was ist das für eine Entscheidung? Ja, da ist es natürlich dann so, dass man das jetzt nicht jede Woche neu macht, das ist klar. Aber auch da kann ich nicht in die Glaskugel gucken. Ich weiß, wir hatten jetzt auch die Situation mit der roten Karte, wir hatten die Situation jetzt bei Feldspielern auch, dass sie verletzt sind, jetzt haben wir Corona leider. Also so weit nach vorne gucken macht dann irgendwie gar keinen Sinn, aber es ist jetzt nicht so, dass wir das jede Woche neu machen wollen, das ist klar. Aber wie die Spiele dann laufen, das werden wir dann auch sehen. Es gibt dann immer Aspekte, die man jetzt einfach noch nicht weiß. Sebastian. Wie geht's? Felix Klaus hat ja heute wieder trainiert und sonst alle an Bord, abgesehen von den beiden Corona-Erkrankungen. Ja, das Wetter wird deutlich kälter. Das merkt man auch, dass der ein oder andere dann so ein bisschen verschnupft ist und so. Da gehen wir natürlich auch kein Risiko ein. Deswegen hat Felix Klaus jetzt zwei Tage nicht trainiert, konnte heute aber wieder voll mittrainieren, ist sozusagen einsatzfähig.
Das gilt dann für alle anderen soweit auch. Auch kann man ja auch mal erwähnen, die Nationalspieler, die zurückgekommen sind, die sind jetzt auch alle wieder da. Ao ist jetzt der Einzige durch die lange Reise, der heute noch nicht trainiert hat. Der war noch individuell unterwegs, aber der wird morgen voll einsteigen und ist dann tatsächlich trotzdem eine Option für Samstag. Und alle weiteren sind dann soweit genesen und gesund und verletzungsfrei zurückgekommen. Und ja, die Langzeitverletzten sind ja bekannt. David steigt übernächste Woche in die Reha ein. Da ist die OP gut verlaufen. Der Heilungsprozess läuft jetzt soweit an, kann noch nicht so sehr viel machen. Und Emma Joa, habt ihr gesehen, der arbeitet fleißig noch im Laufbereich. Der wird nächste Woche ins Mannschaftstraining einsteigen. Und dann haben wir noch Toni Pledel, was ja so die erfreuliche Nachricht der Woche eigentlich ist, dass er jetzt auch mit der Mannschaft schon teiltrainieren konnte. Wir sind noch ohne Zweikämpfe unterwegs, aber er hat Fußballschuhe an, er ist mit der Mannschaft dabei. Man merkt ihm das auch an, es wurde jetzt auch Zeit, dass er da ist. Es freut mich sehr für ihn, dass er jetzt wieder voll dabei ist. Was erwarten Sie für ein Spiel am Samstag? Tim Walter ist dafür bekannt, einen etwas unorthodoxen Spielstil zu pflegen. Haben Sie da Schwächen ausgemacht? Ja, unorthodox weiß ich gar nicht. Es ist sehr positionsverändernd. Ja, also viele Spieler rochieren perfekt so zueinander. Es ist so, dass ganz klare Muster erkennbar sind. Wenn jemand den Ball spielt, dann ist er sofort wieder in der Bewegung, will Räume schaffen. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir Räume verteidigen. Es ist wichtig, dass wir nicht jede Laufbewegung mitgehen, weil sonst entstehen nämlich Räume für den HSV. Also da müssen wir ganz genau und klar verteidigen. Müssen auf Abstände achten, müssen schauen, dass wir gemeinsam verteidigen. Das war jetzt auch tatsächlich innerhalb der letzten 14 Tage im Training, dass wir zusammen gut verteidigen, dass wir Auslöser finden, wenn wir dann richtig Druck machen wollen. Also das wird auf uns zukommen und dann wird uns erwarten, dass Atmosphäre haben wir angesprochen, das ist ein Auswärtsspiel, da wird es richtig zur Sache gehen. Das war ähnlich emotional auf Schalke, ja, das war ein ganz guter Orientierungspunkt. Das wird wahrscheinlich noch größer, noch lauter, weil einfach mehr Zuschauer da sind. Also gegen Atmosphäre müssen wir uns auch wehren und stemmen. Und in der Kombination die taktischen Sachen mit der Emotion, mit dem Mut, dass wir selber Ballbesitz haben. HSV ist die Mannschaft, die mit Abstand am meisten Ballbesitz hat in der Liga. Darauf müssen wir uns einfach einstellen. Aber ich habe das Gefühl, dass wir gut trainiert haben und dass wir wie immer gut vorbereitet sind. Aber wir müssen es dann auch machen. Also nicht nur gut trainieren, sondern wir wollen es auch gerne dann am Samstag im Spiel in den 90 Minuten sehen. Sie wollen uns zwar noch nicht alle Personalien verraten, das ist ja klar, aber in der Innenverteidigung ist es ja nun mal etwas begrenzter alles und es wurde zunächst mal, wenn man nur so auf den Kader guckt, ja auf die beiden Jungen, sag ich mal, Dragos und Christoph Klara hinauslaufen. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, sagen wir mal, dass die beiden das angehen? Ja, das stimmt, die haben schon zusammen gespielt, jetzt Wahrscheinlichkeitsrechnung, wie viele Spieler haben wir? Also mir würde neben Dragos würde mir auch Tim Oberdorf einfallen, mir würde Jamil Siebert einfallen. Adam Wojcik hat in dieser Saison schon auf der Innenverteidiger gespielt und dann könnte man Mathematik machen, wie viel Prozent es dann sind. Aber ich glaube, dass wir, also die Entscheidungen sind soweit getroffen. Wir haben dann auch ein paar Sachen miteinander trainiert, aber verraten kann ich es natürlich nicht. In Khaled Naray haben Sie ja einen Spieler der 3 Jahre beim HSV unlängst gespielt hat. Sind Sie ein Trainertyp, der auch mal da hingeht und mal fragt, welche Sachen er vielleicht noch verraten kann oder ist Ihnen das wurscht? Nee, also Informationen, die uns helfen, die wollen wir natürlich auch haben, das ist klar. Dann ist immer so, mit welchem Trainer hat Kale zusammengearbeitet bei dem alten Verein? Ist das dann deckungsgleich mit dem, wie es jetzt aussieht? Also beschäftigen wir uns schon damit, wollen das auch nicht überbewerten. Und klar, Kale war jetzt auch die Woche im Fokus, auch Rufen, weil sie Vergangenheit einfach haben. Das ist auch gut so und das macht es ja dann irgendwie auch aus, wenn es Geschichten zu erzählen gibt. Und das ist natürlich eine Geschichte, Kale kehrt zum HSV zurück. Aber generell zu Kale kann man ja sagen, dass wir mit ihm sehr zufrieden sind. Wir sind froh, dass er da ist. Und ich habe schon die Erwartung, dass er dann auch ein gutes Spiel macht gegen den HSV. Haben wir noch Fragen? Ja, natürlich. Dann frage ich nochmal zu Zilbo, der ein gutes Spiel gemacht in Ingolstadt, dass er reingekommen ist, dann hat er sich verletzt, konnte nicht spielen. Wie heiß ist er? Ja, wer Zimbo kennt, weiß, dass er immer heiß ist und dass ihn das auch genervt hat, dass er nicht gespielt hat. Und das hat er auch im Training gezeigt. Er hat da sehr, sehr gute Trainingseinheiten in der Phase gehabt, wo er nicht von Anfang an gespielt hat. Ich finde auch, dass er gegen Ingolstadt eine sehr, sehr gute Einwechslung hatte. Echt schade, dass er sich da verletzt hat. Hatte dann auch zur Folge, dass er danach dann einfach nicht spielen konnte. Aber nee, Zimbo ist heiß und das ist sicherlich eine Option, dass Zimbo auch von Anfang an spielt. Noch weitere Optionen zu erfahren. Nein, ist nicht.
nicht der Fall. Ja, dann haben wir heute, glaube ich, relativ schnell durch. Bedanke mich bei euch, bedanke mich bei allen, die zuschauen hier, und wünsche uns viel Glück beim HSV. Bis Samstag, ciao.